Das ist jetzt nochmal die weitere Fortsetzung. Und zwar, wie geht's genau? Wie kann ich eine spezielle Person manifestieren? Das erste ist eben, wenn everyone is you pushed out, du entscheidest, was du in dieser anderen Person sehen möchtest. In jedem Menschen sind alle Facetten vorhanden. Unendlich viele Facetten, alle Facetten, die du dir vorstellen kannst, und dann nochmal unendlich viel minus dieser Facetten, die du dir vorstellen kannst. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, unendlich minus dem, was du dir vorstellen kannst, ist immer noch unendlich. Also in jedem Menschen ist alles drin, alles. In dir übrigens auch. Ja? Dich selber kannst du auf die gleiche Art und Weise manifestieren, wie du natürlich irgendeine spezielle Person manifestieren kannst. Und es wird immer dem folgen. Und das Wichtigste bei dem Manifestieren einer speziellen Person sind die Intentionen. Ja? Also die Intentionen sind das, was du glaubst, was du von dieser Person glaubst, was du glaubst, was diese Person denkt und fühlt. Und eigentlich sollte das ja nichts Neues sein, weil wir sind ja ganz, ganz oft in unserem Tag damit beschäftigt, zu glauben, was andere glauben, zu glauben, was andere denken und zu glauben, was andere fühlen und zu glauben, was in anderen vorgeht. Darin sind wir Meister. So. Und nachdem wir diese Meisterschaft also schon errungen haben, können wir diese Meisterschaft auch dafür nutzen, dass es schön wird. Dass es genau so wird, wie wir es denn gerne haben wollen. Und das Allerwichtigste ist, number one, keine Bedingungen. Es gibt keine Bedingungen. Bedingungen sind hausgemacht. Die braucht kein Mensch. In einem unendlichen Universum, in einem unendlichen Bewusstsein, in einem unendlich göttlichen Feld ist alles da. Es ist einfach da, weil es da ist. Ende. Punkt. Bedingungen sind ein menschliches Konstrukt, damit wir ja nicht in unsere wirkliche Kraft eintreten. Also, wenn wir alle Bedingungen rausnehmen, dann kommen wir zu unseren bedingungslosen Intentionen, zu dem, was wir bedingungslos denken, was andere denken. Dass wir bedingungslos denken, wie andere sich fühlen, und dass wir bedingungslos denken, wie wir es haben wollen. Und so stelle ich mir eben dann meine spezielle Person vor. Wie möchte ich denn, dass die spezielle Person sich in Bezug auf mich fühlt? Selbstverständlich liebt sie mich. Selbstverständlich denkt sie die ganze Zeit oder wenn auch immer nur positiv an mich. Natürlich möchte diese spezielle Person mit mir glücklich sein. Und so weiter und so fort. Ja, ich könnte jetzt hier stundenlang drüber reden, aber du entscheidest es, wie du es haben möchtest, wie sich deine spezielle Person fühlt, wie sie denkt in Bezug auf dich, wie sie denkt in Bezug aufs Leben, wie sie denkt in Bezug auf die Zukunft und so weiter und so fort. Und das ist deine Realität. Wenn du ja natürlich jetzt die ganze Zeit schaust, ja, wo ist er denn oder wo ist sie denn? Ist ja niemand da? Hat mich niemand angerufen und so weiter und so fort? Dann bist du ja mit der Abwesenheit der von dir gewünschten Situation verbunden. Und nachdem du das ja nicht möchtest, solltest du deine Gedanken kontrollieren. Neville Goddard nennt es Gedankendiät. Dass du immer wieder, jeden Moment dir bewusst bist, was du denkst, worüber du nachdenkst. Und du hast so ein schönes Barometer in dir, das ist, wie du dich fühlst. Wenn du dich gerade mal schlecht fühlst, dann weißt du, dass du gerade mal in eine Richtung denkst, in die du nicht gehen möchtest. Wenn du dich ängstlich fühlst oder all diese Gefühle, die sich nicht so anfühlen, wie das, was du dir vorstellst und was du dir wünschst,
deuten darauf hin, dass du gerade mit einer Situation verbunden bist, die du nicht haben möchtest. So, wie schön ist das denn? Du weißt es also, jeden Moment, wenn sich irgendwas zusammenzieht in dir, wenn es eng wird, dann weißt du, oh wow, jetzt bin ich gerade mit etwas verbunden, was ich nicht haben möchte. Und so gehst du durch den Tag. Das ist dein Job, damit beschäftigst du dich. Dann bist du ein bewusster Manifestierer oder eine bewusste Manifestiererin. Und das haben wir nicht gelernt, so sind wir nicht programmiert, auf das müssen wir uns neu programmieren. Und das ist auch, ich sage es immer wieder, es ist Spaß. Dafür sind wir hier, dass wir das lernen, dass wir lernen, wer wir wirklich sind, dass wir lernen, mit unserer wahren Power umzugehen, dass wir lernen, uns wirklich den Himmel auf Erden zu kreieren, weil wir sind himmlische Kinder hier auf der Erde. Und es ist eine absolute Fehlvorstellung, wenn wir glauben, dass wir hier sind, um zu leiden oder im Mangel zu sein oder krank zu sein. Wir sind hier, um es aufzulösen und um unsere Wahrheit, unsere Heimat zu erkennen und voranzugehen in dieser Art und Weise. Ich hoffe, es hat geholfen und ich freue mich schon aufs nächste Video. Tschüss!